Deswegen sind die atheistischen Menschen, die gottlosen Menschen eigentlich meistens oft, es gibt Ausnahmen, aber oft sind sie die Menschen, die keine Scheu haben vor irgendwelchen Taten, weil auch Moral ist bei den Atheisten eine rein gesellschaftliche Sache. Also es gibt keine innere Moral im Menschen, mit der er aufwächst, also die einfach in ihn eingepflanzt ist. Viele von ihnen sind der Auffassung, dass Moral und Werte rein gesellschaftlicher Natur sind. Das heißt, die Gesellschaft schafft Werte und Moral. Es gibt im Menschen nichts Gutes und Schlechtes, was in ihm eingepflanzt ist. Es ist einfach gesellschaftlich. Die Gesellschaft lässt etwas gut werden und lässt etwas schlecht werden. Wenn die Menschen Lüge als etwas Schlechtes empfinden, ist es nicht so, weil es aus ihnen herauskommt, weil die Gesellschaft das so geformt hat. Also kann Lüge theoretisch irgendwann gesellschaftlich gut sein. Inzest kann irgendwann, ist im Moment nur schlecht, weil das so gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Irgendwann kann es gut sein. Also bei ihnen gibt es keine festen Werte.